Und sie kamen aus allen Himmelsrichtungen. Alle Altersklassen waren vertreten und zeigten tolle Leistungen in dieser Sportart. Und die Organisation des Artus Bruck Sektion Judo war wieder hervorragend. Ja, Organisation ist einfach, man macht das langjährig schon, es ist inzwischen das 13. Turnier. Und vom Lauf, also von einem zum anderen Jahr, kommt immer was dazu. Man muss was ändern, was ergänzen oder man lässt wieder was weg. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Also man braucht ein Team dazu. Wir sind ungefähr 10 bis 20 Leute, ein paar Eltern und im Verein, im Vorstand einige, die gemeinsam das organisieren. Und da bin ich sehr dankbar an alle, die mir helfen. Und so läuft es einmal im Jahr in Bruck. Und wir haben Besuch aus ziemlich ganz Österreich. Also es sind aus 7, 8 Bundesländern, angrenzendes Ausland, auch Slowenien, Tschechien und Slowakei, haben wir Sportler bei uns. Wir haben Vormittag die U10 und U12-Jährigen und ab Mittag kommen dann die größeren U14, 16 und U18. Dieses Turnier hat sowohl für den Judo-Club des Artus Bruck wie auch für die Kornmesserstadt eine große Bedeutung, kommen doch viele Besucher als Anhang der Judokas nach Bruck. Für den Judo-Club ist das sozusagen unser Aushängeschild, unser großes Turnier einmal im Jahr. Da haben wir schon einen sehr guten Ruf, das Turnier ist sehr gut besucht, wie ich gerade gesagt habe. Und für die Stadt Bruck ist das natürlich auch, einmal ich werde bekannt und Bruck liegt ja recht zentral. Also sie kommen vom Nord, vom Süden und deshalb haben wir eine sehr gute Stadt, also viele Stadt, also ungefähr 400 sind. Starke Leistungen waren zu sehen, ob Mädels oder Burschen, alle legten sich so richtig ins Zeug. Da gab es ab und zu auch Schrammen, die aber vom anwesenden Rotkreuz-Team bestens betreut wurden. Und der Judo-Sport an sich hat schon ganz was Besonderes. Ja, Judo-Sport ist einfach auch was Aufbauendes. Das heißt, das lernt man nicht von heute auf morgen. Man macht das, man fängt das ein kleiner an oder ein größere. Wir haben zweimal in der Woche ein Training und man beginnt einfach mit Fallübungen und mit Würfe, Festhalter. Und irgendwann, wenn man so weit ist, reif ist dafür, dann kann man zu Meisterschaften fahren. Wir veranstalten selbst einmal im Jahr eins, aber alle 14 Tage gibt es irgendwo in Österreich Turniere, wo man hinfahren kann und sie das bewältigen kann. Was ist das Idealalter, um mit Judo anzufangen? Ja, das Ideal ist, würde ich sagen, so mit Volksschulalter beginnen, 6 bis 7 Jahre. Da sind die Kinder so weit schon aufmerksam, dass sie zuhören können, dass sie was ausprobieren können. Noch früher gibt es auch schon Prä-Judo für Kleinere, das ist aber sehr spielerisch. Aber ein richtiges Judo, wie gesagt, beginnt so im Volksschulalter. Und vielleicht hat ja der eine oder andere jetzt Gusto auf diese Sportart bekommen. Und wir sehen ihn in den kommenden Jahren bei einem der nächsten Turniere. Ein Bravo den Veranstaltern und den Teilnehmern alles Gute weiterhin.